Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von Dark Souls 2 Scholar of the First Sin im New Game Plus. Und ich muss kurz vorweg sagen, ich bin gerade ein bisschen kaputt. Ja, bis gerade noch gestreamt, dann auch nur aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich bin extrem müde geworden auf einmal. Es ist immer noch sehr warm, aber okay. Und ja, die Folge muss jetzt aber auf jeden Fall noch aufgenommen werden. Beziehungsweise diese und die Witcher-Folge von heute. Und wir sind hier ja, beim alten Drachentöter. Mal schauen, ob das... What the fuck? Okay. Okay, okay, okay. Kommt mal ein bisschen runter. Nein. Das war nicht so gut. Und das sowieso nicht. Mit 132 Tonnen sehen sowieso nicht. Okay. Und zwei Phantome von denen sind doch schon ein bisschen hart, muss ich mal sagen. Okay, ja, gut, ich nutze nochmal ein Menschenbild. Setz mich nochmal kurz ans Leuchtfeuer. Okay, und dann geht das Ganze wieder von vorne los, wo wir letzte Folge aufgehört hatten. Okay, vergiftet ist er. Sehr gut. Ja. So. Vielen Dank. Okay, das war dein Tod, dass du den dritten Angriff gemacht hast. Sonst hättest du vielleicht vorher nochmal angreifen können. Er steht schon wieder so komisch da. Okay, jetzt kommen beide, hä? Ja, natürlich kommen beide. Und der letzte Fall ging daneben. Okay. Dann tun wir dich noch einen Bogen weg. Und Dickerchen können wir uns jetzt auch mal schnappen. Wenn er noch hier unten ist. Und ich rollen könnte. So. Da war ihn auch. Ja gut, die Phantome da oben, da habe ich bis jetzt gerade noch gar keine Lösung. Oder keine, die wirklich sich vernünftig anhört. Und ich wäre noch fast in den Graben gerannt. Ach ja, stimmt, du bist ja auch noch da. So, müsste vergiftet sein, ne? Genau. Gut. Okay. Da wundert euch nicht, wenn ich den gerade ein bisschen mit dem Bogen ein bisschen billig mache. Aber ich habe ja gerade ehrlich gesagt keine Lust hier auf das Gebiet weiter. Ich will hier endlich mal durch und da unten die Truhe müssen wir ja auch noch machen. Das war blöd. Na gut. Oh, das klopft. Boah, ist ein blauer Apfel. Oh, okay. Gut.
dann kommst du dran. Ja, wenn ich gerade nicht so viel rede, dann liegt es daran, dass ich halt wirklich extrem müde auf einmal. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich bin auf einen Schlag nicht extrem müde geworden. Und da fällt mir jetzt gerade alles echt schwer. Also entschuldigt bitte, aber ich kann es gerade auch nicht wirklich ändern. Ich habe es eigentlich so geplant, dass ich ein bisschen, also ja, schon noch heute Nacht aufnehme, damit es einfach auch nicht so warm wird. Aber ich trotzdem auch ein bisschen fit bin. Naja. Ja, das war auch blöd, das Rollen. Okay. Ich überlege gerade, ob wir uns hier vielleicht den einen mitnehmen sollen für die Phantome. Anhängerin Scarlet. Könnte man vielleicht machen, ne? Ich überlege es mir mal noch. Erstmal hole ich mit ihm hier. So, vergiftet ist er. Ja, eine ging daneben. Aber jetzt ist er tot. Ja, ich glaube, ich mache es. Ich glaube, ich mache es. Ist einfach sonst, glaube ich, gerade nicht drin, dass ich die irgendwie down kriege. Und weiß ich nicht, hier noch 50.000 Mal durchsterben will ich auch nicht. Naja, unsere Seelen liegen natürlich oben. Da kommt Scarlet. Gut, da kann sich Scarlet einschnappen und wir uns einschnappen. Aber zuallererst hole ich mir mal direkt meine Seele wieder. Okay, das war nicht so gut. Schön in der falschen Richtung gestochen. Okay, konzentrieren sich immer noch auf mich. Jetzt drehen sie um. Nicht selber runterfallen. Gut, so einfach geht's auch. Wir sind beide, oder alle drei besiegt. Die beiden und die Anhängerin, auch okay. 153.000 Seelen, naja, Boss machen wir trotzdem. Und hier haben wir nochmal 5 Menschenbilder. Ich glaube, ich lasse Schild erstmal lieber drin. Wer weiß, was bei dem Boss jetzt noch kommt. Ich noch irgendwie, ich glaube nicht, ne? Nee. Gut, kann nicht mehr verzaubern, die Waffe. Okay. Gut, dass ich Schild hochgenommen hatte. Nein. Was mache ich? Na komm, mach was, dass ich trinken kann. Das sollte passen, ne? Ja. Okay, wir trotzdem mal einen Schluck. Da haben wir ihn. Okay. Na? Ich wollte gerade sagen, ich weiß genau, dass ich jetzt nicht zuschlagen sollte. Das, oh, das war ein bisschen riskant. Aber es ging noch. Gut. Oh oh. Ja, da war die Bank im Weg. Okay, das ist neu. Gut, aber es bildet sich daraus nichts, was irgendwas abschießt oder sonst was. Wie geht es? Und dann haben wir ihn gleich auch. So. Und gute Nacht. Ja. 55.000 Seelen. Okay. Als Drachentöter
Seele und Ring des alten Leben. Boss am Blauer Ork, Apfel dreimal. Und hier dürfte nochmal das Schild drin sein, oder? Das Turmschild? Das Turmschild? Turmschild, ja. Und Kleriker Parma. Proud Knight, you may come to me, Targray, for help. Ich weiß nicht, haben wir hier jetzt... Nee. Wir haben keinen Rang erhalten. Also zählen wahrscheinlich die NPC-Phantomen nicht. Können wir Knights of the Blue must rely upon gerne einer schreiben, wenn er es weiß. Aber scheinbar zählen die nicht. Was natürlich blöd ist. Aber okay, lässt sich nicht verhindern. Dann gehe ich jetzt erstmal nach Majula. Bevor ich irgendwas anderes mache, werde ich erstmal meinen Seelen los. Muss sein. Und danach würde ich nochmal kurz in heißes Flammenturm reingehen. Allerdings das zweite Leuchtfeuer wird mir noch die Kiste holen. Ich weiß nicht mehr, was da drin ist. Dann Vita auf 35. Soll ich es direkt auf 50 bringen oder? Das bringt mir noch nicht viel. Villa auf 10 bringt mir auch gar nichts eigentlich. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich glaube, ich nehme dann erstmal weiter Vita. Welches Level sind wir jetzt eigentlich? Oh, schon bestimmt irgendwas um die 250 oder so, oder? 219, ja. Ist auch gut. Ist eine ganze Menge. Also ich finde immer, bis Level 100 geht es eigentlich so schnell. Und danach, Level 100 bis 200 ist schon relativ langsam, würde ich mal sagen. Und ja, nach Level 200, da dauert es ewig. Wenn man jetzt nicht gerade die Bossseelen unbedingt nutzt. Ach, den können wir ja, glaube ich, eh nicht vergiften, ne? Jetzt kommen sie wieder beide, oder? Und gebracht. Gut, und jetzt... Ja, so halbwegs der Ritter da. Und er kriegt mal ein bisschen Gift ab. Ah, nein, 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 nein. So. Und gute Nacht. So, dann holen wir uns die Truhe hier. Dafür taucht jetzt nichts auf. Nee. Ist auch keine Mimik? Nee. Boah, hier eine Mimik wäre, glaube ich, auch ganz schön mies. Menschenbild dreimal und Ring des Bindens. Wenn man die nämlich nicht schnell genug killt, kriegt, da drauf kämpfen, weiß ich nicht. Ring des Bindens, was bist du eigentlich? Hatten wir dich schon? Müssen wir nachschauen. Weißer Ring, können wir auch mal an einem verkaufen. Ring des Bindens, ja. Na, ganz TP-Abzug als Hülle, okay. Okay, das war der, also es ist... Ja. Überflüssig, dass wir nochmal haben. Jetzt muss ich mal schauen. Das Loch hat man fertig. Das Heiligengrab haben wir fertig. Den Sonnenturm müsste man noch machen. Das Eisenschloss haben wir fertig. Das haben wir fertig. Das heißt, wir haben 3 von 4 Seelen. Und wir müssten nur noch den einen Weg gehen. Da würde ich aber erstmal in den Sonnenturm reingehen. Und mich da mal umschauen, was da jetzt aussieht. Bin ich mal gespannt, ob sich da irgendwas geändert hat. Ich könnte es mir gut vorstellen. Sehr gut sogar. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir sogar dann bis zu dem Weg, den wir dann jetzt als nächstes gehen, also den Schattenwald und alles, alles haben. Ja, sieht ganz
gut aus. Ja, da rutscht ihr auch gar hinter. Wen haben wir hier eigentlich? Wanderer Schwertkämpfer Eidel. Okay. Konnte man die vergiften? Habe ich es überhaupt probiert? Ja, konnte man. Moment mal. So geht's auch. Wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Aha. Schwarze Hexer. Jetzt habe ich nicht genau gesehen, was es war. Er hängt da fest. Jetzt hängt er nicht mehr fest, okay. Dann schaue ich nachher mal nach, was das jetzt eben war. Ich kann, sowas kann ich auch. Hier. Ich vergifte damit sogar, du Arsch. Und du schaffst es nicht mehr auszuweichen. Watten. Affe. Ne? Ja, schön zu den anderen gehen, ne? Nee, nee. Die ganze Zeit wäre links einer, aber ist keiner. Gut, jetzt müssen wir mal eben schauen. Ich vermute, es war irgendwie schwarzer Hexenschleier oder so. Aber kann auch was anderes gewesen sein. Schwarz Ledia Gewand. Nee. Schäbiges Gewand war es auch nicht. Wenn ich jetzt nicht gerade so müde wäre, ne, würde ich es wahrscheinlich auch schneller durchgucken können. Schwarzer Hexerschleier. Von Zulli der Hexe, der Verführerin von Alva, dem Wanderer getragener Schleier. Dem Wanderer getragener Schleier. Mit hervorragenden Schutz vor Magie. Als Zulli die Hexe herausfand, wie ergeben Alva der heiligen Sereta war, setzte sie alles daran, ihn zu verderben. Doch letztlich verbrachte sie ihr Leben mit ihm und unterstützte ihn. Ohne Hexen... Oh Gott, ich hab's jetzt auch. Ohne Hexensrührung und ungeliebt fand die Hexe am Ende doch Erleichterung in ihrer nichtigen Existenz. Ein guter Schutz gegen Magie. Das will ich mir auch mal eben anschauen. Da ist er. What the... Fuck. Tausender Fluchresistenz. Ja. Das ist doch mal was. Ja, magisch 37 ist auch okay. Aber Tausender Fluchresistenz, das erinnert mich an eine Maske. Die habe ich leider nicht geholt im DLC, also im Eisenkönig DLC. Da ich da überhaupt nicht dran gedacht habe, an den Weg. Aber die hat auch irgendwie extrem hohe Fluchresistenz. Und die kann man gut gebrauchen, ja. Weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, bei der einen Invasion, wo man dann runtergehen kann, wo man verflucht wird, wenn man nach unten geht und er rennt selber runter. Oh, da kommt... Okay. Hat auch Freunde mitgebracht, ne? Na gut, ein Treffer. Ist aber okay. Na komm, wird vergiftet. Sehr gut. So, einen Bogen schießen kann ich auch. Oh Gott. Oh Gott. Gut. Dickerchen hätten wir. Die haben wir auch. Sehr, sehr gut. Also Sonnenturm. Ich bin froh, wenn ich hier durch bin, ehrlich gesagt. Ich mag das nicht so. Sonnen- und Mondturm. Invasionsfinstergeist von Glockenmutter. Ja, okay. Wow. Okay.
Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber der ist relativ einfach. Lässt sich gut staggern mit dem Degen. Boah, mit dem Maisflorett ist es ja. Und da haben wir wieder ein Menschenbild. Und da ist der nächste mit seinen Armbrüsten. Mit beiden Evelyns. Okay, der lässt sich auch sehr gut staggern. Ja, und rennt sehr gut weg. Bevor du da runterspringst. Das kannst du nämlich schön vergessen, mein Freund. So, hier hinten, da hinten war was. Einfallspinsel, okay. So, für Dickerchen da unten. Nehme ich mal wieder. Ja, gut, das wird nichts. Dann muss ich mal warten, dass er hier hochkommt. Ja, könnte doch was werden. Das werden vergiften. Ja. Ach, verdammt. Aber er ist jetzt gleich tot. Da ist er weg. Gut, so, die da unten schnappen wir uns so. Ja, schade, nicht ganz geklappt. Aber jetzt. Und tschüss. So, der Nebel ist verschwunden. Die Truhe ist keine Mimik. Gut. Keiner mehr da sonst. Sieht doch alles ganz gut aus. Hier ist auch kein Menschenbild. Triklopschlangen-Skill. Ja. Schlimmer Name. Und hier hat man noch die Wand. Die Wand. Gut. Beide tun wir normal aus. Schutzglocke und großer Geistbaumschild. Okay, auch keine Falle drin. Großschweiz, schwarzer Ritter. Sehr gut. Dann hätten wir einen Sonnenturm. Nein, da wollte ich jetzt nicht runter. Aber relativ knapp. Das heißt. Also, ich glaube, ich habe hier soweit alles irgendwie abgearbeitet. Falls irgendwas noch fehlt. Was ich, wo ich jetzt nicht dran denke, schreibt es mir bitte mal. Ich glaube, wir haben aber alles. Ich glaube ja. Deswegen gehen wir nicht hier hin, das wäre schwachsinnig. Das haben wir noch gar nicht frei, dann gehen wir nach Majula. Und von da aus gehen wir dann den nächsten Weg. Richtung Freya. Beziehungsweise nicht nur Richtung Freya, sondern den Weg komplett bis Freya hin. Und danach Richtung Schloss, wenn jetzt nicht noch irgendwas kommt, was ich vergessen habe. Unter der Bedingung natürlich. Wie gesagt, ich will eigentlich so gut wie alle Bosse machen. Im DLC weiß ich es noch nicht genau, ob ich die DLCs nochmal mache. Weil ich muss sagen, mir gefallen sie nicht so. Ich glaube, ich werde... Also die Sachen, die ich jetzt sozusagen vergessen habe, die werde ich auf jeden Fall holen. Aber sonst... Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, auch mit der Quest. Ich glaube, die Quests werde ich nochmal in einem anderen Run machen. Denn Dark Souls soll jetzt bei mir generell laufen. Also eigentlich fast immer. Und das heißt, wir machen ja noch mal ein paar Runs. Mal schauen, was für welche dann genau. Einfach mal schauen. Könnt ihr auch mal schreiben, ob ihr da noch überhaupt noch Bock drauf habt. Habe ich Feuerpfeile? Bestimmt, ne? Da, ja. 258.
Gift rein. Denn genau das hier wollte ich machen. Ich wollte die hier mal runterholen alle. Na, kommt mal raus. Bevor ich das Tor dann nämlich aufmache. Da kann ich nämlich hier das ein bisschen als Ausweichmöglichkeit nutzen. So. Da war sie auch schon fast. Und du noch ein. Danke. Und öffnen wir jetzt erst die Tür. Und dann kann uns nämlich der kleine Garung, was auch immer es ist, Frosch oder was auch immer, mal ziemlich gern haben. Hallo. Hübsch hier. So. Einmal die Tür öffnen, das Leuchtfeuer ja kommt, entzünden können wir's. Dran setzen werde ich mich jetzt aber nicht. Das lohnt nicht. So, die Truhe einmal holen. Da ist aber, glaube ich, oder? War hier eine Estus-Flakon-Scherbe drin? Ja, war es sogar. Nicht mal oben. Weiß nicht, hole ich das? Ach komm, ich hole es eben noch oben. Menschenbild, Seele eines stolzen Ritters. Menschenbild kann man sowieso nie genug haben, also war es ganz gut, dass wir hier rüber sind. Was da drüben gibt, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall Gegner. Der hat einen Lebensstein. Kann man auch nie genug haben, eigentlich. Und dann gehen wir weiter. Oh, mir graut es irgendwie schon vor dem Nebelwald. Aber ziemlich. So, zwei mit einem Schlag. Ja gut, wir haben auch zwei Waffen. Ist das erlaubt? Und jetzt kommen die Nervigen wieder, ne? Steinewerfer hier wieder. Sieht man sich, als wenn hier 1. Mai wäre in Berlin. Okay. Ja. Der hat dann doch nochmal getroffen. Aber der nicht. Okay. Hier den Gegenstand nochmal holen. Voraus war jetzt Verkünder. Okay. Und hier sind noch Freunde, genau. Okay, hat euch ganz gereicht für nein. Jetzt ist für ihn gereicht. Und für dich auch. Ein Speer. Boah. Nehme ich, wenn es geschenkt ist, ne? Lehmstein und Menschbild. Schlückchen. Und auf zum Leuchtfeuer. Ich heb mich aber mal, ich sitze im halben dran. Ob jetzt der hier oben da ist, an den ich da immer gedacht habe, aber. Ich glaube nicht, ne? Nee, normal sitzt da in der Ecke nämlich noch einer, da direkt über unserem Kopf. Da, jetzt über unserem Kopf in der Ecke. Ich weiß nicht mehr wie. Und wann und warum. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber zuallererst ist mal die Folge schon wieder vorbei. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da, das hilft mir sehr weiter. Und bis zum nächsten Mal bei Dark Souls 2 Scholar of the First Sin im New Game Plus.